Hallo zusammen, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von OpenTX und EdgeTX Weekly. Aber an dem Aufbau, der hier jetzt zu sehen ist, seht ihr natürlich, dass es weniger um EdgeTX geht. Am Ende vielleicht doch ein klein bisschen, aber zunächst einmal nicht. Es ist eine Fortsetzung von der letzten Folge. Und zwar geht es um die neue Firmware für diese Corona-Scanempfänger, RP8D1, oder auch für die Henge, die man daran erkennt, dass die hier nur 8 statt 9 Konnektoren haben. Die neue Firmware hatte ich ja letztes Mal beschrieben. Der Hauptmotivationsfaktor für diese neue Firmware war das Verwenden dieser alten analogen Schaltmodule, die ja so retromäßig dann ganz gut auch zu der 40 MHz Technik passen. Beim Entwickeln dieser Firmware für die Empfänger hat es mich ein bisschen genervt, dass ich eigentlich mal ein Schaltmodul überhaupt anschließen musste, um die Tests dann durchzuführen. Und deswegen habe ich nochmal diese Firmware ein bisschen verändert. Und zwar seht ihr hier 2 LEDs direkt angeschlossen an die Ausgänge, was haben wir denn da, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 dieses Empfängers. Die sind auch ohne Vorwiderstände angeschlossen. Das liegt an 2 Dingen. Zum einen sind es weiße LEDs, die haben eine höhere Durchflussspannung, und zum anderen sind hier für die weißen LEDs auch praktisch zufälligerweise, kann man sagen, die Schutzwiderstände an den Servoausgängen passend, sodass weder der Microcontroller überlastet wird, noch die LEDs. Also eher natürlich der Microcontroller würde überlastet. Genau, also das passt schon soweit. Also nicht darüber wundern oder irgendwelche wütenden Kommentare schreiben, was ich da wohl falsch gemacht habe. Es passt. Gut, was sehen wir hier? Die Varioprop. Ich drehe sie nochmal auf den Kopf. Der Deckel ist noch nicht drauf. Da ist also die neue Senderelektronik drin. Beschrieben habe ich das letztes Mal. Viel dazu will ich nicht sagen. Hinzugekommen sind die mechanischen Schalter, sodass man also auch die Schaltmodule nicht nur über das Handy hier beispielsweise dann bedienen kann. Das geht über Bluetooth mit dem Handy, und dann ist hier noch ein Steckplatz frei, und das ist jetzt der Link, das einmal kurz erlaubt oder eine Vorschau fürs nächste Mal, das ist der Link zu EdgeTX bzw. ELRS. Dieser Platz ist dafür da, dass man hier einen ELRS-Empfänger auflöten kann, sodass dann dieser 40 MHz Sender dann auch zum Beispiel mit einer RadioMaster TX16S oder mit irgendeinem anderen ELRS Sender kommunizieren kann. Das ist ganz nett. Dann fungiert also praktisch diese Anlage als Relaisanlage, also praktisch als Umsetzer von der modernen Welt in die alte Welt. Das ist auch der Grund, warum ich die Software oder es mit der Software, die hier drauf läuft, dann nicht übertreiben möchte. Also es gibt hier natürlich, weil die alte Anlage das auch nicht konnte, keine Mischer etc. etc. Das kann man, wenn man will, natürlich haben, wenn man diese Anlage nur als Relais benutzt und stattdessen beispielsweise eine RadioMaster mit EdgeTX als als Master gewissermaßen, ja, und dieses als Relais oder als Slave. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir noch dazu, zu den Schaltmodulen, oder eben, dass jetzt keine Schaltmodule mehr nötig sind. Ihr kennt das vielleicht von den Graupner-Empfängern mit einer etwas neueren Version der Graupner-Empfänger-Software. Dort können also auch die Empfängerausgänge entsprechend einfach nur als Schaltausgänge verwendet werden. So ist das jetzt hier auch. Das gucken wir uns einfach mal an. Dazu sollte ich vielleicht mal den Sender einschalten. Der ist nämlich hier aus. Jetzt schalte ich ihn ein. Spannung ist da. Die HF ist allerdings noch nicht da. Das muss ich dann erst über das Handy machen. Wir verbinden uns jetzt erstmal mit dem Sender. So, das lege ich mal erstmal hier hin.
Noch tut sich nichts. Der Sender ist eingeschaltet, produziert aber kein HF-Signal. Jetzt schalte ich einfach mal den Empfänger ein. Der Empfänger, der blinkt hier. Das bedeutet, er empfängt kein HF-Signal. Die Servoausgänge sind auch noch aus. Jetzt schalte ich die HF mal ein. Das mache ich hier über das Handy. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir müssten dann auch erst einmal hier nochmal scannen. Das ist jetzt das Eintritt in das Menü, dieses lange Blinken. Und nach dem ersten, wenn ich den Taster loslasse, nach dem ersten normalen Blinken, komme ich dann in den Scan-Modus hinein. Also jetzt drücken. Und siehe da, er hat also den Kanal 58, den ich hier eingestellt habe, tatsächlich auch gefunden. Und Servo macht Krach. Ich habe jetzt keinen Servo an, der ist mir irgendwie abhanden gekommen. Man kann das jetzt nicht sehen, aber man kann es hören. Genau, und hier die LEDs, die glimmen hier so oder flackern. Ich weiß nicht, ob man das Flackern so ein bisschen im Video sieht, mit 50 Hertz hier so rum. Das kommt durch die Servo-Impulse und auch ein Schalten hier ändert daran erst einmal nichts. Dazu muss ich jetzt diesen Modus einschalten, dass hier an den Kanalausgängen tatsächlich die Schaltausgänge sich befinden sollen. Wenn ich jetzt nur Schaltausgänge habe, ist ein Empfänger natürlich ziemlich witzlos. Deswegen habe ich das so gemacht, dass praktisch die Kanäle 1 bis 4 oder die Ausgänge 1 bis 4 von dem Empfänger immer die normalen Servokanäle 1 bis 4 sind. Und die Ausgänge 5 und 8 wären dann die ersten 4 Schaltausgänge von dem Multiswitch. Wenn wir diesen Modus einschalten wollen, dann passiert das nach dem vierten Blinken. Dazu muss ich in den Setup-Modus gehen. Und nach dem vierten Blinken, wenn ich den Taster losgelassen habe, muss ich dann nochmal drücken. 1, 2, 3, 4. Jetzt drücken. Quittung kommt. Jetzt sind die LEDs zumindest mal aus. Aber das Servo geht noch. Das Servo ist nämlich hier an Kanal 1 angeschlossen. Genau, und jetzt haben wir die erste LED ist bei 1, 2, 3, 4. Kanal 4, das ist also der erste Multi-Switch-Ausgang. Das wäre dann dieser hier. Ich glaube, man kann es sehen, dass das jetzt hier angeht. Und die andere LED ist bei 4, 5, 6. Das ist dann also 4, 5, 6, der dritte Multi-Switch-Ausgang. Oder eben beide. Genau. Natürlich geht das dann auch mit den Schaltern hier. Jetzt muss ich mal gucken, welcher Schalter das ist. Der erste. Man die Beschriftung lesen können. Der zweite natürlich nicht, aber der dritte ist es dann wieder. Genau. Okay. Ja, also das die kleine Neuerung zu dieser Empfängersoftware. Den Link zu der Empfängersoftware, der ist im letzten Video auch zu dem Thema auch angegeben. Okay, das waren die News. Und demnächst kommt dann noch eine Folge, wo wir den ELS-Empfänger hier einsetzen und irgendwann, dazu muss ich aber meine Futaba F14 erst entkernen, werden dann also auch die Schalter richtig eingebaut werden. Und bei der Futaba F14 sind es dann auch nicht nur 8 Schalter, sondern 16 Schalter, denn diese Schaltmodule, die kann man kaskadieren. Man kann also hier an die Buchse auch noch dann so eine zweite Platine anstecken und dann hat man 16 Schalter. Das geht dann bei der Futaba F14 ganz schön, da kann man die hier oben dann entsprechend einsetzen. Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik, dazu muss die F14 erst entkernt werden.
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.